Meine Pause kommt jetzt. Jetzt habe ich schon verraten. Oh. Also, dazu muss ich aber was erzählen. Der Hocker. Ah, da ist er. Guck mal, ich mach das mal. Ich habe auf, mal bei so einem Poetry Slam gearbeitet und habe da so Poetry Slams mit organisiert und wollte dann nach der Arbeit nach Hause gehen und stand da so in Hamburg auf der Straße und dann kamen so ein paar Jungs vorbei, davon kannte ich einen. Und dann meinten die so, du kannst doch jetzt nicht nach Hause. Kennt ihr Johannes Oerding? Der lässt einen nicht so schnell nach Hause gehen. Der sagt dann, komm ein Bier. Und der hat nämlich einen Kumpel, der macht das nämlich genauso. Der André ist auch so, ach komm Antje. Da kann man einfach nicht nein sagen. Da bin ich da mitgegangen. Und dann haben wir irgendwann nachts, haben wir uns verabredet, zum nächsten Tag Suppe essen. Und ich dachte, hey, voll cool, neue Freunde. Sie haben mir dann auf Tour erzählt, dass das war, weil ich ein Gutscheinheft für den Superladen hatte. Es stimmt, ich hatte wirklich so ein Gutscheinheft. Also die Suppe war lecker und wir haben uns irgendwie angefreundet. Da war Felix auch noch dabei. Felix spielt normalerweise bei uns Gitarre, der konnte aber leider an dieser Tour nicht. Und dann haben wir jemand anderen gesucht, der auch mit F anfängt, wegen Aff. und der genauso gut aussieht. Und da kam dann nur noch Flo in Frage. Und Flo habe ich lustigerweise beim Rocken am Brocken an der Jägermeisterbar kennengelernt. Und wir haben uns dann betrunken kennengelernt, nüchtern wiedergesehen, am gleichen Abend. Beim Poetry Slam war er nämlich auch, weil seine Mitbewohnerin da aufgetreten ist. Ist das der Wahnsinn, dass wir uns alle am gleichen Abend kennengelernt haben? Oh mein Gott! Ich bin's schon fest. Ach, nee, Foxy steht. Ist egal. So. Auf jeden Fall hat damit mit dieser Band alles angefangen. Und mit dem Song, der jetzt kommt, hat auch sehr viel für mich angefangen. Den habe ich ins Internet gestellt, in so einer verkaterten Version mit irgendwie in meinem Zimmer nach einem Gig und dann mit Cello. Und dann habe ich dieses Video gesehen und dachte, ja, also das stelle ich einfach mal hoch. In der Uni habe ich es so hochgeladen. Und das hat dann Aki Bosse gesehen und mich dann mit auf Tour genommen. Und das haben dann Leute gesehen, die haben gesagt, wir machen jetzt ein Album zusammen. Und so ist ganz viel passiert. Und deswegen kommt jetzt ein Song, der sehr viel für mich bedeutet. Stauwege, Lampen werfen ihre Schatten durch das Zimmer. Ich sitz rauchend am Fenster und hab immer noch keinen Schimmer. Und seit Tagen bist du weg, verschwunden im Nirgendwo. Ich sollte mich beruhigen und sowieso. Mein Herz braucht eine Pause. Ich bin zu schnell dabei und stolpere unentwegt in ein Gefühl hinein. Mein Herz braucht eine Pause, auch wenn ich fliegen will, kann es gefährlich sein, zu sehr berauscht zu sein. Ich hab mich verrannt in den Gedanken, ich sei dir verfallen. Dabei sind wir zusammen nicht mal den halben Weg gegangen. Und seit Tagen bist du weg, verschwunden im Nirgendwo. Ich sollte mich beruhigen und sowieso. Mein Herz braucht eine Pause. Ich bin zu schnell dabei und stolpere unentwegt in ein Gefühl hinein. Mein Herz braucht auch wenn ich fliegen will, kann es gefährlich sein.
so sehr berauscht zu sein. Ich kann nicht aufhören zu fliegen, keine Beine auf dem Boden, den Kopf in den Wolken, die Kontrolle verloren und mein Herz strampelt im Treibsand und sinkt immer tiefer und tiefer und tiefer. Mein Herz. Gefühl hinein.